Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeih Sie, wenn ich frage. Sie haben doch einen Kaktus da draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Hollari, hollari, hollaro. Er fiel ihm aufs Gesicht. Nee, er fiel mir aufs Gesicht. Ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass ihr grüner Kaktus sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollari. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Und auf dem Truck Simulator. Auf dem PC. Folge 783. Ah, ich hab hier gerade irgendwie ganz ekligen Sound. Oh, was ist denn das? Autotreiber irgendwie gecrashed oder wie? Einzugehen. So, also. Hier ist nicht der Anhänger-Shop. Ist hier, ne? Ja, okay. Naja, scheinbar setzt er mich standardmäßig immer hier hin. Whatever. Das war natürlich jetzt nicht gewollt. Da will ich hin. Sieht aber auch echt irgendwie gleich aus hier. Dieses Gelände ist genau das gleiche. Deswegen dachte ich, das passt. Ist irgendwie nachvollziehbar. Das ist halt genau das gleiche Gelände hier. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Die Straßenführung kam mir auch irgendwie so komisch vor. Lag halt daran, dass es dunkel war, dass es mir nicht direkt aufgefallen ist. Naja, gut. Jetzt bin ich aber wieder müde, Mann. Hab auch noch wieder mal eine Striche gegessen heute. Also, wisst ihr ja Bescheid, was nach den Aufnahmen ansteht. Ich würde meinen, könnte ich nach der Aufnahme schon mal den Ofen anmachen. Dann nach der letzten Aufnahme. Mache ich doch 4 Aufnahmen. Mache ich nach der dritten Aufnahme jetzt zum Beispiel den Ofen an. Nach der vierten stelle ich es rein. Und dann habe ich relativ flott dann auch mein Essen. Dann muss ich wieder weiter Videos schnippeln. Schnippel die, schnappel die. In ein paar Tagen bin ich wieder mit meinem. Ja, tatsächlich dürfte ich dann morgen bereits für mich mit dem Upload-Plan wieder drin sein, wenn ich es jetzt schaffe. Jeden Tag. Ja,
ich habe aber wieder einen Tag weniger die Woche. Ach, das ist wieder anstrengend. Scheiße, aber nee, dann muss ich ja noch einen Tag mehr einstellen wieder. Oh, zwei Frachtcontainer, habe ich gehört. So, also nach White Valley geht's einfach nur geradeaus. Ah Gott. Allein dieser Auftrag wird so viele Folgen wieder dauern, ey. Wahnsinn. Dieser Auftrag, der wird uns noch eine Weile begleiten. Aber ob wir ihn jetzt machen oder in 400 Folgen, macht auch nicht so einen Unterschied. Schau mal, weil wir jetzt mal los, fertig ist. Ne? Das soll mal klar sein. Das soll mal klar sein. Das soll ja mal klar sein. Ich fange jetzt an mit Schlagermusik. Bitte nicht. Ah, die Schlagermucke, Alter. Und ich spring immer wieder und ich kenn den Text nicht mehr so ganz genau. Now. Ja, ich bin einfach super. Ja, super. Und heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Bitte block mein Video nicht, liebe GEMA. Ich mach doch nur jemanden nach. Ja. Ich sollte an der Reality-Show teilnehmen. Ich könnte es auch lassen. Und mich stattdessen vor meinem Rechner verkriechen, so wie ich es immer mache. Ah, Freunde, zocken ist einfach geil, Mann. Ist einfach geil, Digga. Ich habe so einen Spaß dran, ist Wahnsinn. Man durchlebt Leben. Ja, SnowRunner ist schon... Das ist schon so eins dieser Games, Alter. Boah. Aber gerade auch die Story-Games, wo du immer so tief abtauchst und so, ist halt natürlich was. Ah, wenn du da drin bist, wenn du dich da auch schaffst, rein zu versetzen und so, dann tauchst du halt schon echt tief ein. Das ist schon geil. Ich freue mich auf die neuen PC-Games. Davor soll ich es aber erstmal hinkriegen, die PlayStation 5 Projekte zu starten. Bin kurz davor. Ich habe jetzt ein bisschen Zubehör noch bestellt. Unter anderem auch ein LAN-Kabel, weil ich die Konsole gerade nicht mit dem Internet verbinden kann. Sobald ich dieses Kabel hier habe, was für mich in 2 Tagen ist, kann ich dann direkt mir Games runterladen. Und dann muss ich mein OBS-Profil nochmal neu aufsetzen und dann... können wir auch da endlich mit 4K Let's Plays anfangen. Denn heute ist so ein schöner Tag. Ja, wir fangen mit Astros Playroom an. Und werden dann nach und nach uns durch die ganzen PS5 Games durchballern. Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 Stray werde ich auf der PlayStation holen. Wegen dem besseren Controller und wegen 4K auch. Was habe ich noch für ein Game? Sackboy? Big Adventure oder so heißt das Ding. Wir haben viel zu tun. Und PC-Games, die sind ja mittlerweile, die meisten sind ja auf 2023 verschoben worden. Also haben wir da entsprechend viel Zeit.
Bei manchen Games bin ich noch am Überlegen. Ich hätte zum Beispiel Lust auf den PC Building Simulator 2. Ich hätte Lust auf... Wobei, wo ich noch nicht weiß, ob ich da Lust drauf habe, ist Hogwarts Legacy. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ich tendiere gerade eher zu nein. Mit dem lieben Dennis werde ich demnächst auch endlich mal, was wir schon seit Monaten uns eigentlich vorgenommen haben, das neue Lego Star Wars Game, was ja mittlerweile auch schon wieder ein halbes Jahr alt ist, aber Lego Star Wars, die Skywalker Saga habe ich mir bereits gekauft. Das werde ich dann hoffentlich mit ihm dann die nächsten Wochen auch nochmal starten können. Ja, und zwei Projekte gehen zumindest in den nächsten Wochen zu Ende. Da haben wir dann schon mal ein bisschen mehr Platz zumindest. Die kommen ja alle 5 Tage, das heißt, wir haben da wieder Platz für neue Sachen, dann eben auch für PS5. Das wird gut. So, das kriegen wir heute auf jeden Fall noch abgeliefert. Willkommen in White Valley, da waren wir jetzt noch gar nicht, außer gerade aus Versehen, letzte Folge. Aber sonst nicht. So. Wo müssen die denn hin? Ich bin natürlich wahrscheinlich wieder auf der komplett falschen Seite. Warte mal. Das Wartungszentrum und der Flugplatz. Ja, natürlich sind das genau die. Okay, naja. Ah, ist so eine Tankstelle, ganz nice eigentlich. Ah, dann sind wir ja quasi auch schon wieder da. Dann kann ich mich theoretisch hier wieder zurücksetzen oder ich fahre halt. Aber ich komme ja von hier. Wo ist denn hier? Na, Bergfluss komme ich. Komm nur nach White Valley von Bergfluss. Ah, und von Nordhafen halt. Ja, dann müssen wir wieder von Nordhafen. Aber nee, ich muss ja nach Pedro, ja. Oh, Bergfluss. Ah, so, ja, hier ist Nordhafen, da ist Bergfluss. Und in Bergfluss komme ich, was ich suche, ne? Ja. Ja, ist aber wieder am anderen Arsch der Welt, aber bringt ja nichts. Jetzt habe ich schon wieder hier dieses Scheiß, diesen Kacksound. Ich hoffe, ihr habt den nicht bei euch in der Aufnahme. Ich muss die Maschine, glaube ich, mal neu starten dann. Ja, naja. Yes, and do. Hello and welcome to this awesome map. This is a bit fast. Wären wir so eigentlich noch schneller? Oh Gott. Oh Gott. Ah, Digga. Der Sound. Unglaublich. Ja, ich hoffe wirklich, ihr hört es nicht gerade so scheiße. Das ist irgendwie ein Durchreichungsfehler von den VMs und so. Dringend den USB-Stecker ziehen und neu starten und so. Ich hoffe, für heute hält es jetzt noch. Heute sollte es noch halten. Ja. Kein Damage, geil. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeih Sie, wenn ich frage.
Sie haben doch einen Kaktus da draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Hollari, hollari, hollaro. Er fiel ihm aufs Gesicht. Nee, er fiel mir aufs Gesicht. Ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass ihr grüner Kaktus sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollari. Ah, oh, Daumen hoch, Alter, wer das noch kennt, Alter. Das ist mega geil, Mann. Der Samba, ich war ja früher im Chor. Und wir haben das dann auch im Kanon gesungen und so. Nee, nicht im Kanon, sondern mehrstimmig. Und das war, das klang schon gut. Muss man schon sagen. Sowas klingt dann halt auch einfach gut. Gerade wenn man dann auch welche im Chor hat, die Töne dann auch treffen. Also es gibt ja, ich war in einem wirklichen richtigen Chor, der große Auftritte gemacht hat und so. Das war ein Knabenchor. Das ist jetzt was anderes als zum Beispiel, wenn man in der Schule ist und da Musik-AG oder hier Chor, diesen Schulchor, wo einfach jeder reinkommt. Ja, und dann kann die Hälfte, trifft aber den Ton nicht richtig. Ich hab das selber alles schon gehört, das ist einfach nichts. Ja, ich find's cool, es macht ja auch Spaß, aber ernst kann man es halt nicht nehmen, weil die Hälfte der Leute kann halt dann doch nicht ganz so gut singen, sag ich mal. Und da war wirklich dann, man hat ewig geprobt für so einen Auftritt und am Ende war alles, es war alles perfekt. Ja, das war einwandfrei und Teil von sowas zu sein, hat echt Spaß gemacht. Das habe ich in der Grundschule gemacht und dann leider mit der Oberschule dann konnte ich das zeitlich nicht mehr vereinbaren. Plus mein Hobby kam dazu. Technik und so und das ist sehr zeitintensiv und dann irgendwann musste ich mich entscheiden und ich habe mich dann halt für mich entschieden, für die Technik und bin dann vom Singen so ein bisschen weggegangen. Auch wenn ich in meiner Freizeit immer noch sehr gerne singe, auch sehr gerne Musik höre und sowas alles, aber ja. Mittlerweile bastel ich einfach lieber an Computern rum, muss ich auch sagen. Bei der Chor war eine gute Zeit, hat echt Spaß gemacht. Ich bin mit zur zweiten Klasse bin ich da reingegangen. Dann muss ich aber mal überlegen, bin ich dann wirklich zur sechsten raus oder war ich doch noch ein Jahr? War ich mit der siebten oder der Klasse noch im Chor? Ja, spätestens zur siebten bin, müsste ich aber gegangen sein. Das heißt, 4 Jahre war ich dann da oder sowas. Irgendwie länger vor, aber dann muss es wohl so sein. 4, 5 Jahre, mehr nicht. Auch eine lange Zeit, so ist nicht. Bin ich jetzt schon am Flughafen? Okay, ist ja doch ein bisschen flott. Die App ist scheinbar doch nicht ganz so groß, wie sie scheint. Ah ja, perfekt. So, und dann kriegen wir vielleicht nächste Folge die Betonplatten hin. Wobei ich ja wieder die komplette Map überfahren muss. Ach so, ja, hier, das kennen wir ja alles schon. Boah, das war hier eine richtige Scheiße. Digga, wir haben uns doch hier schon mal festgefahren, oder? Ha! Da muss man sich halt jetzt keine Gedanken mehr drum machen. Tralala, 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 tralala. Bla 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 bla. So. Zack. Wir wenden bereits und kehren um, denn wir müssen nach White Dings. Wir müssen den ganzen Weg nach Bergfluss fahren. Den ganzen Weg. Wieder zurück. Für. Na, ich meine, 2 Betonplatten ist besser als eine. Das ist zumindest besser als eine. Dafür wäre es jetzt schon echt nicht gelohnt, sage ich mal. Jo, die Folge neigt sich dem Ende entgegen.
Ich fahre noch ein paar Meter, aber weil ich da einfach ein bisschen Lust drauf habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hätte schon Lust, das nächste Folge fertig zu machen. Ich glaube, das können wir schaffen. Das können wir, glaube ich, schaffen. Darf ich nur nicht vergessen, gleich den Ofen anzuschalten. Denn der Jute will ja auch mal was essen. Aber eine Folge mache ich danach noch. Ah, dann haben wir wieder meine 4 Folgen durchgezogen. Und dann gehen wir langsam mal ins dicke Aufnahme-Plus jetzt, wo die Prüfungen vorbei sind. Ah, es ist so toll. Ich muss mich halt nichts, um nichts anderes mehr kümmern, so, ne? Ich mache jetzt hier meine Aufnahmen, dann mache ich mir was zu essen, dann schneide ich die Videos, stelle sie ein und kann dann einfach schlafen gehen und muss mich um nichts anderes mehr kümmern erstmal. Das ist einfach toll. Es ist einfach so schön, so schön, so schön. Ich brauche nicht tanken. So. Ich fahre noch bis da zu diesem, ist das eine Brücke? Da fahre ich jetzt noch bis zur Brücke, Freunde. Hier ist ja nur Asphalt, hier kann man einfach Fullspeed durchbrettern. Dann hat man sie schon. Nächste Folge geht es dann an dieser Stelle hier weiter. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.